Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Es ist 17 Uhr, die 5-Euro-Überraschungsshow fängt genau jetzt an, ihre Chance, ein Schnäppchen nach dem nächsten zu schlagen, weil jedes Produkt in der nächsten halben Stunde nur 5 Euro kostet, egal was es vor wenigen Sekunden noch gekostet hat. Merve, Diana und ich präsentieren Ihnen die Produkte. Merve und ich wissen nicht, was kommt. Die Einzige, die weiß, was kommt, ist die Diana und die wollen wir jetzt auch gleich mal rufen, Merve, ne? Hol sie mal. Holen wir sie mal. Wir werden durch viele Produktsparten gehen. Es ist immer was ganz Besonderes, oh, diese 5-Euro-Show. Ich bin gespannt, was sie dabei hat. Ich würde tippen, dass das ein Regenponcho ist. Das ist kein Poncho, das kennt man ja. Es sind Regenmäntel, das richtige ist ein Mantel, Mäntel. Sogar. Komm her, Diana, wir machen mal Modenschau. Mach dir doch mal Modenschau hier. Fashion Show in so, Fashion Show Pearl. Wir haben hier übrigens ein Zweier-Set. Das heißt, zwei dieser Mäntel bekommen Sie für nur 5 Euro. Und die sind ein ganz anderes Material als diese, ich sag mal, Frischhaltefolienmäntel dazu. Das ist richtig robust. Die kann man auch mehrmals benutzen. Und die halten richtig den Regen ab, wenn dann mal zwischendurch so ein Gewitter kommt. Oder es mal regnet und stürmt. Und nächste Woche, ne? Ist ja großes Gewitter angesagt. Montag, das wird schon wieder ein bisschen kälter, dass Regen kommt. Ich glaube, für dich, Merve, das ist auch ein super Produkt. Du hast deinen Hund. Ja. Und du musst mit ihm auch so ab und bei Wind und Wetter, ne? Spazieren gehen, ja, egal welches Wetter. Also ich finde das wirklich genial. Hier sehen Sie unser wunderbares Modell Merve. Aber dieser Mantel zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er allen Größen passt. One size fits all, sagt der Fachmann dazu. Hier kommt unsere wunderbare Diana, zeigt Ihnen das neueste Modell hier. Es ist sehr elegant, sehr klein. Oh, ja. Sehen Sie, wie leicht dieser Mantel fällt. Der spricht einfach elegant. Ganz. So können Sie auch aussehen mit diesem fantastischen Mantel. Und er hat sogar, entschuldige, ich darf mal, eine Kapuze und lässt sich vorne zumachen, dass man also wirklich, sieht sehr kleidsam aus hier. Sie sehen, man verliert nichts von seiner Schönheit, auch mit Kapuze. Das können Sie alles haben hier im Zweier-Set für nur 5 Euro. Ist auch sehr bequem, oder? Ja, super bequem. Mir gefällt, dass es universale Größe. Das bedeutet, wir haben heute Zweier-Set. Ein Zweier-Set, ganz also für Sie und Ihre Partner oder Partnerin. Also ich finde das genial, auch zum Beispiel bei Renovierungen, wenn du willst etwas mit so Farbe, ne? Farben. Ich glaube, das auch passt super. Klein, kompakt, kann immer im Auto einfach liegen und immer, wenn Sie das brauchen, haben Sie wirklich gute Qualität. Weil ich kenne andere aus Tüte, weißt du, diese Plastikfolie. Ja, ne? das ehrlich zu sein für einmal. Ja. Hier, Sie können das mehrere Mal anziehen und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das zu so einem Preis hier. Wir schauen mal bei pearl.de. Normalerweise 13 Euro hier fürs Zweier-Set. Wir haben es heute mal mehr als halbiert. Für Sie nur 5 Euro. Ein Zweier-Set, diese beiden Mäntel. Und wenn Sie die ganze Familie damit ausstatten oder vielleicht mal einen in die Werkstatt, einen ins Auto, dann ist das jetzt die Gelegenheit hier. Ein Zaubermantel auch noch. Okay, was machen wir jetzt? 1, 2, 3. Oh, was ist passiert? Wo komme ich her? Also, den Regenmantel hier mit dem Zweierfall. Sie ist nicht weggezaubert. Das war ein billiger Fernsehtrick. Nein, das ist genial. Guck mal, so kompakt und klappbar. Das ganz ist klein zusammenpackbar. Das nimmt nicht so viel Platz. Na, guck mal. So. Also, Sie haben unsere beiden Modelle gesehen. Ich weiß hier, einige bei uns aus dem Studio gehen dieses Wochenende auf ein Festival. Und gerade jetzt um diese Jahreszeit ist das Wetter ja nicht so ganz gut berechenbar. Dafür natürlich auch ideal. Schirme darf man ja gar nicht mit reinnehmen. Und ich weiß, ich war im Sommer auf dem Festival, da haben die diese Mäntel, als es geregnet hat, für 8 oder 9 Euro verkauft. Ah, noch viel mehr, Ingo. Die aber das waren die, wo ich sage, aus Frischhaltefolie. Ach so, ja, stimmt. Ja. Und hatten auch noch einen hässlichen Werbeaufdruck drauf. Also tun Sie sich einen guten Gefallen hier. 5 Euro, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Alles nur richtig. Eine Universalgröße, ich habe den auch schon angehabt. Der passt also auch großen Jungs. Mit der Bestellnummer NX7992 und der 569 kommt der zu Ihnen. Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen. Holen Sie sich hier diese tollen Mantel. Und hier sehen wir das, was Diana gemeint hat.
wenn man mal irgendwas streichen will, bleiben die Klamotten natürlich damit auch geschützt. Bestellen. 2,50 Euro so ein Mantel. Ist ja gar nicht. Das kriegst du nicht mal im Supermarkt. Nee, und vor allem in der Qualität. Also der ist wirklich wind- und wasserdicht. Noch einen Must-Have im Auto. Was haben wir denn da? Du tiest schon so an. Oh, das ist unser 2-in-1 Teleskop. Windschutzscheiben, Wunder. Und Wunder ist hier Wunder. Wirklich, das Wunder ist hier Gesetz. Das Wunder ist Gesetz. Ja, weil wir können hiermit auch unsere Innenseite der Windschutzscheibe reinigen. Und glauben Sie mir, das sollte man nicht vernachlässigen. Denn wenn Sie mal mit Ihrem Finger über die Innenseite der Windschutzscheibe gehen, dann geht Ihnen so ein Schauer über den Rücken, weil die sollte man definitiv auch mal reinigen. Aber man kommt ja so mit dem Lappen und der Hand da nicht so rein. Und dafür haben wir unseren Teleskop-Reiniger. Ganz einfach so, gerade zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett. Ne? Genau. Da kommst du so gar nicht ran. Gerade jetzt, wenn die Scheiben mal beschlagen sind oder sowas, auch hier ist Mikrofasertuch vorne dran. Absolut streifenfrei und schlierenfrei. Das kann man ganz einfach hier, kommt noch so ein kleines Fläschchen dazu, mit dem können Sie noch Reinigungsflüssigkeit dran machen. Das hat wirklich fast jeder bei uns hier in der Belegschaft, weil es so ein innovatives, tolles Produkt ist. Ich habe noch die Vorgängerversion, die hatte kein Teleskop dabei. Da kann man natürlich auch noch verlängern. Und auf der anderen Seite, der Winter kommt leider irgendwann. Genau. Der Eiskratzer. Der Eiskratzer. Auch der mit Teleskop, finde ich so genial. Brauchen wir auch, ne? Eiskratzer. Ja, und vor allem bei so einem Teleskop-Eiskratzer hat man ja die Hebelwirkung noch mal ein bisschen stärker. Und wenn da so eine richtig dicke Schnee- und Eisschicht auf der Windschutzscheibe ist und man dann so einen kleinen Mini-Eiskratzer hat, dann wird es oft schwer, das alles runterzukriegen, ohne dass die komplette Hand auch wieder zufriert, weil man so tief im Schnee ist. Und hier kann man einfach hinten anfassen und dann kratzen. Und da geht alles mit weg. Vertrauen Sie mir. Ja, vor allem kommst du überall ran, ohne deine Klamotten schmutzig zu machen. Ne? Ja. Du musst dich da nicht so rüberlehnen, dann hat man hier immer die ganze Breitseite mit Schmodder vom Auto. Leider wird es ja wieder Winter. Seien Sie vorbereitet. Wir haben hier schon ein Winterprodukt bei uns. Seien Sie gewappnet. So hier mit dem Windschutzscheibenwunder vorne, das ist einfach genial. Ja, ich finde eben das 2-in-1 gut, weil da muss man nicht zwei Utensilien kaufen, sondern... Wie das Wort schon sagt, es ist 2-in-1. Sie kaufen also 2-in-1. Und das finde ich halt super, dass man da mit die Scheibe von außen reinigen kann, aber eben auch von innen und dann für Winter hier noch diesen Eiskratzer hat. Und was hier super ist, dass man das abmachen kann. Das kann man ganz einfach abmachen, in die Waschmaschine schmeißen und dann ist es danach auch wie neu. Also dieser 2-in-1 Kratzer und Reiniger ist dann auch ewig lange benutzbar. Das finde ich auch. Du hast ihn auch, Diana, ne? Ja, natürlich, aber ich habe andere Modelle. Das ich habe auch das ohne Teleskop. Und hier, das ist wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel an der Tür, so seitlich auch einfach dort lassen. Und dann immer, Sie können das rausnehmen und dann einfach diese Scheibe zu putzen. Ich finde das wirklich genial. Ich glaube, bei unserer Firma hat das jeder. Aber ich glaube, andere Modelle, das hatten wir noch nicht diesen Teleskop-Funktion gehabt. Aber hier wirklich, du kannst zum Beispiel Passagierensitzung auch ohne Probleme einfach so kriegen. Also ich finde das genial. Für 5 Euro, wow. Ja, und gerade Autozubehör, das wissen die Autokenner, aber auch die normalen Autofahrer, nenne ich es jetzt mal, wissen, wie teuer Autozubehör ist. Weil man braucht es. Man braucht einen Eiskratzer, man braucht einen Windschutzscheibenreiniger und dementsprechend sind die dann immer sehr teuer, aber wir haben sie ja in der 5-Euro-Show. Das war kein Preisalarm, also auch bis zu 5-mal bestellbar, wenn Sie zum Beispiel mehrere Autos haben oder als Geschenk. Finde ich auch eine sehr gute Geschenkidee für Fahranfänger, wenn man so mit 18 das erste Auto bekommt, dass man den ja gleich mit dazu bekommt. Können Sie bestellen mit der Bestellnummer ZX6421 und der 569. Immer klare Sicht. Sehr, sehr wichtig. Hallo. Vielen Dank, Diana. Dankeschön. Jetzt. Ihr seid so elegant heute beide in Weiß. Ja, wir sind im Partnerlook heute. Ja. Wir gehen noch auf eine Hochzeit heute. Ja? Meine Hochzeit. Auf Dianas Hochzeit. Also, wir haben hier Partyutensilien und zwar nicht zu knapp. Das sind diese Knicklichter. Nee, wir haben auf jeden Fall nicht zu knappe Knicklichter. Wie viel sind da dann? 30 pro? 100. 100? 100 Knicklichter, jeweils 20 cm lang. Und da kann man mal
Das kennt doch jeder, diese Knicklichter, die werden oft am Strand oder auf Festivals verkauft. Kann man unglaublich viel Spaß haben. Ich bin so naiv und dachte gerade, dass das 30 sind für den Preis, aber nein, es sind 100. Ich weiß, dass die bei uns auf dem Festival wurden die auch verkauft für 2 Euro pro Stück oder so. Ne? Die sind einfach für jedes Fest, für jeden Geburtstag ein Must-Have, weil ich kenne das so aus meiner Kindheit, man knickt da dran und dann leuchtet es und dann kann man sich daran auch daraus auch so schöne Armbänder, wie man das hier gerade sieht, basteln mit diesen Verbindungsstücken. Und allein das Geräusch, ich halte es mal ans Mikro. Oh. Wo habe ich das Mikro? Ah, da. Allein dieses Knickgeräusch. Hier leuchtet. Das macht wirklich Spaß. Na, letztes Mal, ich war auf einer Hochzeit und dort auch für Kinder, die haben auch diesen Stick rausgenommen und wir hatten so viel Spaß, weil ich glaube, Kinder langweilen sich bei solchen Festen, aber hier, sie können wirklich die bisschen zum Spaß bringen. Also wie viel? 100 Mal? 100 Stück. Wir haben noch diese, wo sind sie? Verbindungsstücke, ach, die auch hier noch? Auch. Sie können wahrscheinlich auch so Ketten machen, Brasletten, auch Brillen haben wir gemacht. Das macht wirklich viel Spaß. Und die bleiben so ich glaube 2-3 Stunden leuchten. 8 Stunden lang. Ja. Wie viel? Leuchten acht. Bis zu 8 Stunden. Ich weiß nicht, wir haben die früher immer auch mit nach Hause genommen, versucht in den Kühlschrank zu legen, alles Mögliche damit zu machen, damit die länger halten. Weil die waren wirklich sehr, sehr teuer. Ja. Aber hier 100 Stück für 5 Euro ist der Hammer. 100 Stück für 5 Euro, ich muss Ihnen noch die Bestellnummer sagen. Das ist die NX8223 und die 569. Wenn Sie Kinder haben oder einfach mal so unterwegs sind und besondere optische Lichteffekte dabei haben wollen, sind diese Knicklichter fantastisch. Und bei 100 Stück kostet einer 5 Cent. Kannst nicht glauben, dass sie bei uns die für 2 Euro verkauft haben. Nee. Und sie sind weggegangen, ne? Hast den ganzen Tag überall Leute mit diesen Knicklichtern gesehen. Ja, das ist ja auch so ein Kindheitsding. Knicklichter machen die, egal welches Alter, glücklich. Das ist wie so ein Überraschungsei. Das kann man auch in jedem Alter haben. Jeder Warum sieht denn der Bildschirm so komisch aus? Oh. Wir haben für später. Jetzt haben wir den Preisalarm und der Preisalarm bedeutet, dass dieses Produkt massivst reduziert wurde, nur für Sie. Und dementsprechend, damit auch jeder was von dem Kuchen haben kann, bitte nur einmal bestellen. Was für eine schöne, schöne Lampe. Seit wir die das erste Mal im Programm hatten, hatten wir sie in so einer Inneneinrichtungssendung. Ja. Liebe ich diese Lampe. Und du hast dir die sogar gekauft, ne? Natürlich habe ich die gekauft für meinen Flur. Mhm. Und ich muss sagen, das gefällt mir wirklich sehr. Ich dachte mir, noch eine kaufen. Aber früher, sie haben wirklich viel Geld gekostet. Wenn ich sehe, diesen Preis, 5 Euro. Natürlich, das ist ein bisschen zu hell hier im Studio. Jetzt, wir machen wahrscheinlich ein bisschen dunkler. Mhm. Ja? Und dann sehen Sie diese gemütliche Beleuchtung. Mir gefällt, dass es warmweiß. Ja. Wir haben auch diesen Roségold-Zockel. Sieht sehr, sehr schön aus. Und natürlich, wir haben hier sehr, sehr wichtig Bewegungssensor. Das bedeutet, Licht geht automatisch an, wenn Sie einfach vorbeigehen. Bei mir steht in der Flur und immer nachts, wenn ich gehe, zum Beispiel im Badezimmer oder in die Küche, dann geht Licht automatisch an. Wirklich, ich liebe diese Lampe. Ja, was ich hier auch super finde, ist, dass die eine gewisse Zeit anbleibt, wenn man da mal dran vorbeigegangen ist und nicht dauerhaft anbleibt, sondern ist nach 25 Sekunden geht sie wieder aus, wenn man diesen Bewegungssensorschalter eingestellt hat. Das heißt, man läuft einmal dran vorbei, dann leuchtet sie 25 Sekunden, geht dann aber auch irgendwann wieder aus, finde ich eben auch als Nachtlicht sehr gut. Oder zum Beispiel in den Hausflur, Wohnungsflur, dass wenn man nachts irgendwo hingeht, auch für die Kinder, dass Kinder, wenn sie nachts auf Toilette gehen, sich nicht irgendwie stoßen. Weil ich in meiner Kindheit musste immer durchs Dunkle tapsen. Vielen Dank an meine Eltern dafür erstmal. Mhm. Und habe mir gut und gerne mal die Füße gestoßen. Da hätte ich mir so ein kleines Nachtlicht schon gewünscht. Die kann man in 2 verschiedenen Modi fahren, ne? Entweder Nachtlicht oder Dauerlicht. Genau. Ne? Also entweder Bewegungslicht oder Dauerlicht. Und ohne Kabel, das ist auch wichtig. Du kannst diese Lampe natürlich auch mitnehmen, wahrscheinlich von Schlafzimmer zu Badezimmer. Ja? Auch ich nehme diese Lampe ab und zu auch auf meinen Balkon mit. Aha. Dann kannst du auch solche gemütliche Beleuchtung draußen haben. Also wirklich schön. Gefällt dir, Ingo? Also ja, ich kann mir die super vorstellen in so einem Regal. Oder neben dem Fernseher, weil du halt kein Kabel brauchst. Du bist nicht mehr auf Steckdosen angewiesen.
Ich sehe, der hat einen USB-Steckplatz. Das heißt, der funktioniert auch noch mit Akku, also nicht mal Batterien nachzukaufen. Also ein sehr, sehr schönes Lichtobjekt hier. Gerade dieses Warmweiß ist ja auch sehr gemütlich immer, ne? Ja, Warmweiß hat immer so eine Harmonie, die das ich bezeichne es jetzt mal als Harmonie. Es strahlt einfach so eine Gemütlichkeit, so eine Harmonie romantisch aus. Romantisch ein bisschen. Romantisch. Und was halt hier schön ist, ist, dass man die vielseitig einsetzen kann. Man kann sie als alleinstehende Nachtlampe nehmen, man kann sie als Zusatznachtlampe nehmen, als Balkonbeleuchtung, als in der Küche oder abends bei einem Fernsehabend oder im Badezimmer, wenn man eine Badewanne nimmt. Oh, in der Badewanne, ne? Also die sind so vielseitig einsetzbar. Und hier für 5 Euro, wir kennen die nämlich noch aus anderen Sendungen. Und hier bei unserer Pearl, bei unseren Kollegen für 14 Euro, da haben sie hier eine riesengroße Ersparnis. Und ich habe, so wie Ingo das schon gesagt hat, ich kenne die noch aus den Anfangssendungen. Ja, ja. Und da hat die noch mehr als 14 Euro gekostet. Ja. Deswegen schlagen sie hier zu. Maximal einmal, aber einmal ist besser als keinmal, sage ich immer. Können Sie bestellen mit der ZX6038 und der 569. Die 569 ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Das sind nämlich die TV-Sonderpreise. Wenn Sie die 569 mit angeben, bekommen Sie die nämlich. Also ich würde jedes einzelne Produkt bis jetzt bestellen. Die Mäntel, diese 100 Sticks, die Lampe hier. Sehr also schöne Produkte. Hast du gut ausgesucht, Diana. Dankeschön. Oh. Immer gerne für euch. Ein Küchenhelfer. Ein großer Küchenhelfer. Ein großer. Aber nicht nur für Küche auch. Nein. Das ist eine Küchenwaage. Gib die mal bitte der Diana. Genau, Bürohelfer nämlich auch. Eine Küchenwaage, die wiegt Ihnen hier bis 3 Kilogramm auf, muss ich genau gucken, auf 1 Gramm genau. Das ist natürlich fantastisch. Also wenn Sie backen, wenn Sie kochen, ist das ideal. Da braucht man sowas. Aber Diana, du hast gesagt, im Büro auch, ne? Ja, zum Beispiel für Briefe auch kannst du die nutzen. Stimmt. Oder für Pakete, auch kleine Pakete. Also ich nutze, ich habe auch solche Wagen auf die Küche. Ich nutze auch die Küche, meine ehrlich zu sein, die zeigen nicht so genau mehr. Also ich muss immer dann prüfen, also von bis 10 Gramm, ich glaube, die machen schon Fehler. Aber hier, Sie haben Möglichkeit für 5 Euro neue Küchenwagen zu bestellen. Ich würde das auch machen. Mir gefällt auch, wir haben hier Tare-Funktion, das ist auch sehr, sehr praktisch beim Kochen. Jetzt zum Beispiel Apfelsaison, wahrscheinlich Apfelkuchen planen Sie backen. Ich glaube, das könnte wirklich sehr, sehr gute Helfer sein. Ja, gerade wenn es ums Gramm genau geht, ist die sehr, sehr praktisch. Also eine Küchenwaage gehört zur Grundausstattung jeder Küche. Aber die meisten sind ja relativ groß und sperrig. Schauen Sie mal, die ist so groß wie ein Taschenbuch. Die kann man auch mal ganz einfach dann ins Regal stellen oder an die Wand hängen. Guck mal hier. Ja, das die sieht hat ja eine Wandhalterung, ne? Habe ich auch gerade entdeckt. Ich habe zum Beispiel eine Küchenwaage. Die hat knapp 20 Euro gekostet und die ist wirklich, ich glaube, DIN A5 groß. Also die ist einfach super sperrig und die nimmt in meinem Küchenschrank so viel Platz ein. Es nervt mich tierisch, weil sie letztendlich die gleiche Funktion hat wie diese Küchenwaage. Die geht auch bis 3 Kilo. Das reicht alle Male für meine Küchenzwecke. Aber die hier ist so schön klein und die lässt sich einfach verstauen. Das finde ich hier halt perfekt. Ja, und sie ist so schön schwarz. Schwarz sieht immer sehr, sehr schlicht und sehr edel aus. Meine ist in so einem komischen Grün. Muss auch nicht sein. Das ist eine sehr, sehr coole Küchenwaage hier. Holen Sie sich die. Ist wirklich fantastisch hier. Kann man immer brauchen. Die gibt es bei uns heute für 5 Euro mit der NC2412 und der 569. Gerne bis zu 5 Mal bestellen. Ist auch ein schönes Einweihungsgeschenk, ne? Ja. Oder wenn die Kinder jetzt mal aus dem Haus gehen sollten, woanders hinziehen, ist das ein sehr, sehr schönes kleines Geschenk. Machen Sie denen einfach eine Freude. So eine Küchenwaage kann jeder brauchen. Wie gesagt, auch mal um einen Brief zu verschicken. Da steht immer ein Brief, Normalbrief, 2 DIN A4 Seiten. Keine Ahnung, wie viel das wiegt. 3 kosten dann schon das Doppelte. Genau. Hier kann man das mal genau abwiegen. Danke, Diana. Bitte schön. Danke. Oh, coole Überziehbrillen. Richtig? Schärfer, ich zitiere, Schärfer Sehenset mit 2 Überziehbrillen. Day Vision and Night Vision. Wow. Wow. Schauen Sie sich mal diese 2 Style-Ikonen zu meiner Linken an. Ja. Erstmal die Diana und jetzt der Ingo. Oh mein Gott. Was? Ja. Für mich ist das besonders praktisch. Guck mal, ich bin Brillenträger. Ich kann die hier ganz einfach über meine Brille rüber tun.
Ich muss mir nicht eine extra Brille holen. Ich habe eine Brille hier mit Gleitsicht. Die sind ja immer, die waren clever. Schon recht kostspielig. Und dann, wenn man sich eine Sonnenbrille dafür holt, kostet es nochmal so viel, wenn nicht mehr. Die kann ich hier ganz einfach rüber tun. Ingo, du siehst aus wie der Terminator. Du siehst so cool aus. Wow, das sieht einfach richtig. Oder, ja, wie ein cooler Typ einfach. Ne? Ja, sieht natürlich super stylisch aus. Ne? Und ich sehe gerade, dass diese Art der Brillen oder diese Technik der Brillen schon seit vielen Jahren von Skisportlern und Scharfschützen erfolgreich benutzt wird. Also falls Sie sich mal sportlich oder richtig gefährlich fühlen wollen, dann zuschlagen. Das ist wirklich schön. Auch für Leute, die fahren viel Auto, zum Beispiel in Dunkelheit. Jetzt im Winter, glaube ich, fahren wir viel in Dunkelheit. Das ist auch hilft sehr bei diesen Beleuchtungen und dass sie sehen alles ein bisschen schärfer und besser. Gefällt mir super. Mir gefällt auch, dass wir haben sogar hier die Schutz. Also super, super Möglichkeit. Und normalerweise solche Brille, ich habe mit meinem Vater gesprochen, er hat sich für 50 Euro gekriegt. Hier, wir haben zwei Set für Day und Night Vision für 5 Euro. Das ist natürlich Highlight. Sie müssen wirklich schnell sein, wahrscheinlich für Sie, für Ihre Familie, Kinder, wahrscheinlich Enkelkinder, wenn Sie fahren, auch viel Auto und Dunkelheit. Ich glaube, das ist wirklich super Geschenkidee. Ja, vor allem, dass man die über die Brille rüberziehen kann. Ja. Das finde ich genial, ne? Das sagen auch unsere Kundin. Robert O. aus Stockerau sagt, beste Überziehbrille für Brillenträger und das bei einem sensationellen Preis ist mein ständiger Begleiter. Absolute Kaufempfehlung. Da gebe ich dir recht, Robert. Hast du einen super guten Kauf getätigt und schön, dass du uns davon auch mitgeteilt hast, dass die anderen Kunden und neue Pearl TV-Kunden sich davon selbst überzeugen können. Können Sie bestellen mit der Bestellnummer NC1480 und der 569. Und ich finde die einfach auch sehr gut, weil es gibt viele Menschen, die nachts im Verkehr, Schwierigkeiten haben, richtig was sehen zu können. Und da einfach für 5 Euro mal so einen kleinen Helfer ist viel wert und rettet wahrscheinlich vielleicht auch mal das ein oder andere Leben. Also diese Brillen sind einfach klasse. Ich als Brillenträger weiß das sehr zu schätzen, dass man die einfach rübersetzen kann. Das ist ja sonst auch immer umständlich, seine Brille abzusetzen und die Sonnenbrille erstmal zu suchen, bis man die gefunden hat. Ist man blind? Mm, ja. Ach. Kennst du das, Produkt? Das ist irgendwas fürs Auto? Nee, für die Bohrmaschine für einen Akkuschrauber. Das ist ein Pumpenaufsatz. Ah. Richtig genial. Hast du schon mal einen Wasserschaden gehabt? Einmal, ja, wenn Monika sollte so einen Teil für meine Waschmaschine kaufen. War nicht deine Schuld? Ja, natürlich nicht. Und sie hat falschen Teil gekauft und dann, das war eine kleine Katastrophe. Und ich habe das alles mit Eimern gemacht und mit Lappen und so. Aber hier, wir haben wirklich super Möglichkeit, wahrscheinlich auch nicht nur für Waschmaschine, für Aquarium, für Wasserbetten und so. Ne? Mhm. Wie funktioniert das? Das musst du einfach deinen Schrauber hier anzuschalten und dann Wasser geht von einem Ort zu anderen, ne? Ja, ein wirklich genial einfaches System. Auf der einen Seite tun Sie den Schlauch rein, auf der anderen Seite dann halten Sie den Schlauch, das was abgepumpt werden muss, halten Sie in die eine Richtung und da wo es hingepumpt werden soll, zum Beispiel dann einen Eimer, in die andere Richtung. Ich hatte auch mal so einen Waschmaschinenschaden, da stand der ganze Keller so hoch unter Wasser. Ich hasse es. Da hatte sich der Schlauch gelöst vom Hahn und dann kommt man nach Hause und alles ist unter Wasser. Da haben wir eben auch mit Feudeln und Eimern, das war sehr, sehr anstrengend. Ich stelle mir das auch gut für Wasserbetten vor, wenn das funktioniert, also wenn man das dafür auch benutzen kann. Weil ein Wasserbett, da muss ja auch mal das Wasser gewechselt werden und das dann da rauszukriegen und erstmal einen Anschluss für den Schlauch zu finden, dass der irgendwie Druck zieht, ist, glaube ich, unmöglich. Und hiermit stelle ich mir das super einfach vor. Ja, ich weiß auch, mit dem Aquarium, da sind die Leute immer mit Bechern und füllen das dann in den Eimer, ne, bis es ganz leer ist. Ja. Das muss ja auch ab und zu mal gewechselt werden. Also ein ganz, ganz toller Aufsatz für jede Bohrmaschine, für jeden Akkuschrauber. Und der schafft dann hier bis zu 600 Liter in der Stunde. Das ist eine ganze Menge. Ne? Und wie hoch geht das? Steht das? Zum Beispiel, wenn Wasser bis zu einem Meter. Förderhöhe bis zu 10 Meter, Saughöhe bis zu 1 Meter. Also 10 Meter, das bedeutet sogar, wenn zum Beispiel ihr habt eine Waschmaschine-Katastrophe im Keller, dann würde das auch funktionieren.
Die Babsi aus Bochum schreibt, das Produkt erfüllt seinen Zweck für meinen kleinen Teich und das Gießen direkt mit Schlauch aus Regentonnen heraus. Ja klar, du kannst es auch, du kannst den Schlauch an deinen Wassersprenkler machen. Ja. Den anderen hältst du in die Regentonne und dann wird das Wasser aus der Regentonne da genommen. Sehr und nicht schlau. Das aus dem Wasserhahn. Sehr schlau. Super praktisch. PE7240 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren Puppenaufsatz, den Sie auch gerne wieder bis zu 5-mal bestellen dürfen. Wer packt aus? Ich pack aus. Wunderbar. What's that? Warum lache ich ein bisschen? Weil bei uns ständig die Coolies verschwinden. Mhm. Wo finden wir sie, wenn wir sie mal wieder finden? Nicht bei mir und nicht bei Diana. Bei Monikas Tisch. Es ist immer der Schuld, der nicht da ist. Hallo Monika. Carsten ist auch schuld heute, ne? Carsten, ja. Carsten, du bist schuld. Also, wir haben ein Fünfer-Set dieser unglaublichen Kugelschreiber, die sehr schick sind und ganz viele Funktionen haben. Oh, ja, stimmt. Zum Beispiel Taschenlampe sehe ich. Ja. Dann haben wir auch Handyständer. Ja. Dann haben wir, was haben wir noch? Also wir haben... Das Kugelschreiber vergessen. Ein Touchpen für Smartphones und Tablets. Und das auch. Dann eine Mini-LED-Taschenlampe. Dann ein Kugelschreiber. Na klar, es ist ja auch ein Kugelschreiber. Einen Handyständer. Das ist hier wirklich die Kirsche oben auf der Sahnetorte. Weil wir kennen das doch alle. Man möchte das Handy abstellen, um vielleicht zu telefonieren oder um Videos zu gucken. Und dann baut man sich da die skurrilsten Ständer fürs Handy. Und hier, man hat den Kugelschreiber doch eh immer dabei. Ne? Und wenn Sie dann einfach anstelle eines normalen Kugelschreibers den hier verwenden, dann haben Sie auch immer einen Handyständer. Ja. Und eine Taschenlampe. Das ist Schüler auch jetzt sehr aktuell, ne? Ja, ja. Als Schüler, ich hatte immer zu wenig Kugelschreiber. Ich weiß nicht, die sind immer verschwunden irgendwo. Aber hier für ein Stück, für Mama wahrscheinlich auch, in Handtasche, für Papa auf der Arbeit, für sie. Und mir gefällt auch diese Option, dass sie können zum Beispiel schreiben und dann die leuchten mit dieser kleinen Taschenlampe und dann kannst du auch alles besser sehen. Das ist auch cool, ne? Ich finde, der sieht auch sehr elegant aus. Ich mag diese billig aussehenden Kugelschreiber, mag ich nicht so. Nee. Aber das ist mal wirklich ein durchdachtes Utensil. Ganz einfach hier in die Hemdtasche können Sie den stecken. Den Touchpen finde ich auch sehr wichtig. Ich habe normal große Finger, da ist das manchmal schon ein bisschen schwierig. Ralf und ich haben heute Morgen Passwörter eingegeben in kleinen WLAN-Geräten. Oh. Da war die Tastatur war echt so groß. Wir haben 3-mal gebraucht, bis wir das WLAN-Passwort eintippen konnten. Ja. Aber mit so einem Touchpen ist das sehr, sehr einfach. Guck mal, für Arzt wahrscheinlich da auch so interessant. Zum Beispiel, ne? Achso, ich soll folgen. Ingo? Was denn? Da wird doch normalerweise in den Rachen geguckt. Ja, aber es gibt auch den Test der Pupillen. Immer dem Licht folgen. Ingo war anscheinend noch nie beim Arzt. Ja. Ingo ist kerngesund und hat noch nie einen Arzt von ihm gesehen. Aber das ist schön. Ja, das ist 5 Euro. Muss dem Licht folgen. 5% für 5 Euro, das ist natürlich auch krass. Gefällt dir der Stift? Der gefällt mir. Bestellnummer brauchen wir noch. Die Bestellnummer ist die SD2206 und die 569. Und wenn Sie auch einfach mal einen praktischen Kugelschreiber brauchen oder diese anderen Megaprodukte aus unserer 5-Euro-Show, dann bestellen Sie jetzt bei uns.